Ach, herrlich, Freunde, wa? Wunderbar. Der Snow Lifestyle, vor allem. Der Snow Wasser Eis Lifestyle, meine Freunde. So. Hi. Fuck. Was ist angesagt, Leute? Jetzt ich fast auf die Fresse. Oh, Scheiße, da musst du aufpassen, dass du dich nicht auf die Fresse legst. Im Auto geht's besser. Kurze Hose, kurzes T-Shirt. Jacke ist überflüssig, meine Freunde. Jetzt gibt's wieder Dünnschiss à la Tyson beim Autofahren. Super Sache, super Geschichte. In Trainingsvideos nicht gehen und auch sonst kein sinnvoller Content kommt. Warum sich anstrengen und den Content sinnvoll machen? Man kann ja einfach mal ein bisschen erzählen. Wunderbar. So, was ist angesagt? Ich bin auf dem Weg ins Training. Wie jeden Tag. Heute steht aber eine besondere Session auf dem Start. Und zwar die gute Kniebeugen und Bankdrücken Session. Weil ihr wisst, ich mache es Monat Jahr für Kniebeugen und für Bankdrücken. Um einen Tag versetzt, das heißt Montag. Squat, Dienstag Bankdrücken, Mittwoch Squat, Donnerstag Bankdrücken, Freitag Squat, Samstag Bankdrücken, Samstag aber auch Kniebeugen und Sonntag nochmal Bankdrücken. Das heißt, die letzten beiden Tage sind ohne Pause hintereinander. Video zu Small Off kommt noch und so ein Scheiß. Das machen wir dann komplett. Und dann, auch wenn ich das Ganze durchgezogen habe und so, dann kann ich Review-mäßig was machen. Erster Eindruck, fuck, es ist hart. Ich hatte gestern 172,5, 5 Wiederholungen und 7 Sätze. Das habe ich vorher noch nie gebeugt. 172,5 mal 5. Das heißt, die Intensität ist zum Teil höher als in meinem Plan. Mit einem Unterschied, dass ich 4 schwere Tage die Woche habe und vorher nur einen hatte. Ich habe mir vorher immer so einen schweren gehabt, einen leichten, einen Speed, einen Rap, einen schweren wieder. Jetzt habe ich theoretisch von der Intensität so schon top-notch, so 4-mal die Woche. Ey, ich bin gestern fast gestorben. Ich habe mich gestern noch 2-3 Mal in die Sauna begeben. Und dann lag ich so im Bett, so. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und jetzt darf ich 10x3 Kniebeugen machen mit 182,5. Ich habe gestern schon gedacht, wie soll ich mich warm bekommen, ja? Weil es fehlt einfach Regeneration. Es ist extrem krass. Also ich muss mich echt jetzt so eine Stunde vorher warm machen, Mobility etc. pp., damit ich überhaupt reinfinden kann, ja. Und ich hatte gestern beim Training dieses Gefühl, das hat man manchmal, das habe ich normalerweise bei meinem 5x2, bei meinem 6x3, keine Übersäuerung des Muskels, kein Pump, sondern wirklich dieses Gefühl, dass du merkst, dass deine Z-Scheiben in den Muskelfasern einfach angerissen sind, dass sie zerstört werden, ja, dass du kurz davor bist, dir wirklich einen Muskelfaserriss oder sowas zu holen, ja. Und dieses Gefühl hatte ich gestern nach dem dritten, vierten Satz, also nach dem dritten Satz, weil die Vortage waren ja 4x9, 9 Wiederholungen mit 150, ich hatte gar kein Blut mehr im Kopf, dann mit 160, 7 Wiederholungen und 5 Sätze und gestern 7 Sätze, 5, Alter, mach die scheiß Karre an und auf geht's. Bisschen Drifty Drifts auf dem Eis machen. So, aber Leute, hier in dem Auto hält der Scheiß besser mit der Kamera. Und ja, Freunde, so sieht's aus. Also, man darf gespannt sein, ob ich den heutigen Tag überlebe. Ich bin echt gespannt, ob ich das durchhalte. Ich kann aber so viel sagen, wenn man das durchhält, dann muss man stärker da rauskommen. Weil nächste Woche ist quasi das gleiche, 4x9, 5x7, 7x5 und 10x3 mit den gleichen Gewichten theoretisch. Der einzige Unterschied ist, man addiert 20 Pfund drauf auf das letzte Gewicht. Das hieße statt 150, 4x9, 157, 4x9 plötzlich. Und auch wieder so wenig Regeneration und danach die Woche 10 Pfund drauf. Das heißt, wir müssen da definitiv, jetzt fängt der Scheiß schon wieder an, ne? Mal schauen, was da geht, wie das geht. Und ja, meine Freunde, so sieht es nämlich aus. Bankdrücken ist okay. Beim Bankdrücken ist es nicht so schlimm, weil
da ist die Belastung für den gesamten Körper nicht so hoch. Das kann man regenerativ noch managen, ja. Aber Kniebeugen, boah, das ist echt hart. Und man sagt ja auch, Smolov sollte man nicht für Kreuzheben machen. Und es ist einfach, Kniebeugen bin ich gerade schon kurz vorm, also ich bin gespannt. Ich bin fucking gespannt, was das wird. Okay, hier kippt es aber nur hin und her so ein bisschen. Na, ist okay. Lass noch im Rahmen. Weil ich mach mal hier diese Scheiße aus, damit ihr nicht die ganze Zeit dieses in den Ohren habt. Kurz den Scheibenwischer an hier. So. Das heißt, genau, Sneaky Sneaks, was? Wettkampf? Nee, nichts Wettkampf. Training. Ja, das steht gerade an so. Ich wiege gerade 93 Kilo. Im April, Mai will ich ja so 96, 97 wiegen. Ich muss fressen. Also wirklich, man muss fressen, Mobility machen. Man muss wirklich machen. Ja, danke. Und dann. Dass die nicht blinken können, Mann! Alle behindert! So ein hässlicher Audi-Fahrer, Mann. So ein, weißt du, so ein dicken Q7 fährt mir erstmal rein, so. Ich habe. Und dann nicht blinken, plötzlich vor auf die Eisen gehen, wenn Eis ist, wenn Schnee liegt. So ein Hurensohn. Wo war ich dran? Fuck, ey. Wo war ich dran? Ah. Lol. Das war, da habe ich die ganze Einfahrt voll gespritzt mit der Scheiße. Ich hasse es, Mann. Ich bin jetzt eh gleich 4 Stunden im Gym, Alter, und zerfick mich total. Aber ansonsten, den Überschuss nutze ich natürlich auch, um entsprechend die anderen Muskelgruppen noch so gut zu trainieren, wie es eben geht. Vor allem den Bizeps, den trainiere ich ja theoretisch. Ich mache ja nach Bankdrücken immer Schulter, Bizeps. Heute zwar nicht, weil 2 Einheiten aufeinandertreffen, Kniebeuge und Bankdrücken. Aber die anderen Einheiten mache ich ja immer noch Schulter, Schulter mache ich heute auch, allein wegen der Health und so. Schulter geht übrigens besser, Mobility und schlägt wieder an. Ibuprofen ist schon wieder abgesetzt seit ein paar Tagen. Läuft. Und was soll ich gerade sagen? Genau, Bizeps und so wird trainiert, damit der auf der Fibon, ne? DBFMML, die beste Form meines Lebens, WTF, beste Form meines Lebens natürlich, bis zur Fibo, 80er Oberarme, ganz klare Sache. Winter Wonderland, haben wir hier, läuft gediegen, also das wird auf jeden Fall auch trainiert, ja, die Optics sind am Start. Ich will auch nicht zu überfetten, wenn ich 97 Kilo wiege. Aber ich setze immer hier an. Ich sehe direkt aus wie so ein Ballon. Ich habe eh so einen runden Kopf. Und was ich habe jetzt beim Squat die Technik angepasst. Ein bisschen tiefer. Was ich immer habe, das werdet ihr auch merken, wenn ihr gewohnt seid, hier ein bisschen langsamer. High Bar zu Kniebeugen und probiert dann Low Bar aus, werdet ihr merken, dass euch die Schulter wehtut oder da, wo es aufliegt. Oder wenn ihr Lower Squat und Halber macht, tut das im Nacken voll weh bei 50 Kilo. Ich habe jetzt nochmal die Lower Position ein bisschen tiefer noch gelegt. Ich habe da so blaue Flecken und Pickel und alles, Mann. Rastet völlig aus. What, them Drifties, though? Nee, ist er nicht. Nee, nix hier. Hier fahren sie auch alle 20, ist doch besser so. Nee, Leute, so sieht's aus. Ich bin auch jetzt gleich am Gym. Morgen kann ich eventuell sogar noch einen kleinen Ausschnitt filmen. Und, oh ja, ich blinke. Oh ja. Oh, hier liegt noch. Sweet, Und mal schauen, ne? Also, ich halte euch auf dem Laufenden so ein bisschen. Technikanalyse kommt bestimmt auch noch. Und so ein Scheiß, kommt alles, läuft. Bis dahin, macht's gut. Wenn ihr Fragen habt, Frage-Antwort. Ich mache nochmal ein Frage-Antwort-Video, aber ein richtiges, wo ich dann nicht so und so mache, sondern ein richtiges, einfach hier mal unter das Video schreiben. Wenn ihr Fragen an mich habt, genau, Aufruf zum Frage-Antwort-Video mache ich dann morgen. Schreibt mir hier eure Fragen drunter, wenn ihr welche habt. Amina, komm, ich schaue, sie euch mit Benzin. Macht's gut, peace.